Super! Ich sehe gut aus. Ich sehe gut aus. Okay, es geht klar. Kette weg. Keine Kette. Ohne Kette. Okay, keine Kette. Wo kommt sie? Woher? Fahre jetzt los. Oh Gott. Soll ich eine andere Hose anziehen? Also ich finde die geil. Nee, ich hole eine andere. Ich hole eine andere. Sebastian, Chad, ich bleib kurz hier. Oh, da kommt der Kellner. Oh, der Kellner. Deutlich besser, oder? Man hat keinen Kontrast. Oh. Finde ich Nein, was denn? Guck mal, das ist eine Anzugshose. Zieh die Schuhe an. Dann hat's Kontrast. Ja. Hast du ein Hemd für mich, Max? Ein Hemd? Ich zieh nie ein Hemd an. Ja, komm. Beeil dich, okay. Hey, okay. Max. Wir schauen schnell auf ein Hemd. Zeig das Hemd. Chad, was sagt ihr dazu? Zieh das an. Chad. Ist gut. Sehe ich mich da, Chad? Ihr müsst kurz T-Shirt tauschen machen. Okay. Der zieht das an. Der macht das. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was ist das? Warte, was sagt der Chad? Ah, weiß ich nicht. Das ist nicht okay, ist das. Das ist nicht okay. Das ist gar nicht okay. Ich würde gerne wieder das andere anziehen, einfach. Aber danke, Max. Gerne. Ja. Hast du kein anderes dabei? Nee. Warum ziehst du das nicht an? Weil das komisch aussieht. Au! Schön mal. Doch nicht. Okay. Hallo! Warum machst du den Knopf zu? Antonia, hallo erstmal, ne? Schön, dass du hier bist. Setz dich. Thank you. Wie findest du das Setup? Schön. Ist gut, ne? Sehr schön. Ja, ne? Hast du gut hergefunden? Ja. Ja. Möchtest du was trinken? Wir haben Wein. Also, Wasser. Ich darf noch nicht trinken, ich bin doch hergefahren. Hey, du schläfst doch hier, oder nicht? Nein. Geht jetzt schon so schlecht los. Welchen magst du denn lieber, weiß oder rot? Weiß. Dann nehmen wir den Weißen mit ein bisschen Eis. Folgenderweise läuft das hier heute ab. Wir haben einen Get-Together, ein Date, ne, quasi. Und Tobi und Julius haben uns Dinge vorbereitet auf einem Zettel. Diese Sachen müssen wir irgendwie mit ins Gespräch einbinden. So, wir pretenden, wir würden uns nicht kennen, ja? Ja. Ein ganz normales Date hier, okay. So. First Date. Und diese Sachen passieren. Es gibt Aufgaben, die wir beide bekommen. Es gibt Aufgaben, die aber nur einer von uns bekommt. Und das kann super unangenehm, aber auch super unangenehm werden. Okay. Ne? Zeig mal, was haben wir da? Ja, Duro. Reserva, super. Und was machst du für Musik? Ach, alles, was erfolgreich ist, ne? Klassisch? Nee, also höre ich schon gerne, aber ich mach's sehr gerne. Sehr gerne. Kann ich noch ein paar mehr haben? Ja? Ja. Ich glaube, er möchte auch noch ein paar mehr. Danke dir. Sind wir hingegangen? Wie bitte? Achso, wir kennen uns ja nicht. Ja. Yeah. Hm. Ich hätte was für die Dame. Das darfst bitte nur du lesen und nicht Sebastian. Mhm. Ja. Ja. Ja, und das mache ich halt hier. Ist schön, rein, ja. Ne? Ist schön. Wir wollten halt mit mehreren Grundstücken. Und was machst du sonst noch in deiner Freizeit? Ich bin sportlich, ne? Mhm. Sport ist mir sehr wichtig. Hast du eine Lieblingszahl? Ja. Die 7. Schön. Ja, und du? 13. 13. Warum? Wegen. Weil so. Farbe? Ist blau, aber ich, also wie gesagt, Sport finde ich halt super angenehm, ist ganz nice. Ist lecker, ne? Ist super lecker. Ja. Was machst du so? In meiner Freizeit? Mhm. Also ich mache Onlyfans. Mhm. Ich muss mal alles auch ausschließen. Mhm. Cool. Das ist voll schwer, wie soll ich das denn machen? Ja. Wie lange bleibst du jetzt hier? Ein paar Tage. Ja, ich bleibe halt ein paar Tage jetzt hier und das ist halt echt angenehm. Genau. Ja. Ja. Also die Verletzte? Hab mich geschnitten heute. Wie ist das passiert? Ich habe das Essen vorbereitet. Schön. Ne? Ja. Dann, was ist denn passiert? Bitte? Was ist dann passiert? Dann war schönes ich, Wetter heute. Im Pool. Mhm. Und dann auch relativ viele Wolken, ne? Aber hoffen wir mal, dass es weiterhin sonnig bleibt, ne? Mhm. Ja. Fackel nicht mehr, ne? Nee, ist gut, ja. Das ist ein Dip à la Elif. Ah, schau mal hier. Damit es nicht ganz so trocken ist. Mhm. Das ist lieb, danke schön. Wirklich nett. Ich hoffe mal das Menü. Das, was hier kommt. Die Kerze wackelt ein bisschen, wenn man, ne, so macht. Mhm. Ja. Bisschen unangenehm. Die könnte umfallen. Ich hoffe, dass das Menü dir auf jeden Fall heute schmeckt. Das wird echt ganz cool. Ja. Das ist aber lecker, oder? Tatsächlich. Das schmeckt echt gut. Ist wirklich,
Wäre hilfreich, wenn du nur mit einer Hand eschen könntest dann. Okay. Ja. Ich habe keinen Plan, was deine Aufgabe ist, Rivis. Ich komme wirklich nicht auf die Idee, ne? Ja. Ja. Das ist jetzt auch eine neue Aufgabe. Mhm. Das fällt ja dann wahrscheinlich weg, oder? Ja. Mit der Kerze ist echt ein Problem hier, ne? Bisschen nervig. Das hält sich noch in Grenzen so, aber stabil ist was anderes, ne? Ja. Ja. Ich hoffe, das war die Aufgabe. Bitte? Ich hoffe, das war die Aufgabe. Was meinst du? Achso. Nee. Und wie war es bei dir so mit vergangenen Beziehungen? Ja, ich hatte mehrere Jahre was mit einer Frau, die halt YouTube und Model gewesen ist, ne? Okay. Und die macht jetzt auch OnlyFans. Mhm. Und ist Künstlerin. Das ist schön. Genau, richtig. Das ist ein Vibe quasi. Ein Vibe? Ja. Und genau. Ja, also ich bin jetzt schon wieder was länger Single. Und suche die nächste feste Beziehung. Ja. Mhm. Ja. Okay. Also bist du schon ein Beziehungsmensch? Ja, schon, ne? Ich sag mal so. Ich hatte ja schon den einen oder anderen One-Night-Stand halt, ne? Aber im Endeffekt bin ich dann doch so der Beziehungsmensch. Wie sieht es bei dir aus? Aua, ich bin gerade getreten. Entschuldigung. Kein Ding. Ja, ich war jetzt länger nicht in der Beziehung, ne? Mhm. Aber ist halt auch manchmal... Aua. Entschuldigung. Ja. Ist halt auch manchmal schwierig, was zu finden, ne? Vor allem Dating auf Madeira ist halt... Nicht so das nicht so das Leichteste. Ja. Und also Dating-Erfahrung, deswegen in letzter Zeit ein bisschen mau. Ja. Aber an sich. Es ist schön, dass ich dann hier bin. Ja, ist ja auch ein Zufall, dass ich finde schön, dass wir jetzt ein Date hier sprechen, haben. Ne? Ah. Ja. Ja. Und du? Wohnst hier auch auf der Insel, ne? Lass mal ganz viel Wein trinken und ich penne doch hier. Ja. Ich war aber ja schon von Anfang, also am Anfang vom Stream war ich heute schon vom Turnierdreh. Ja. Also mein OnlyFans-Dreh. Der Wein ist so gut! Der ist richtig gut, der Wein. Das finde ich schön. Ja. Was ist das für ein Baujahr? Hm? Kennst du dich mit Wein aus? 2019er Reserva. Mhm. Duro Doc! Maslavia Fina ist ein sehr, sehr guter Wein. Kommt vom Festland hier, nähe Porto. Ja. Das ist ein edler Tropfen. Ja, das ist super. Hast das du manchmal Probleme mit deinem Organ, so, dass du lauter wirst auf einmal? Ja. Entschuldigung. Ne? Ja. Ja. Also, du bist echt ein guter Typ. Ich zieh mal meine Brille auf. Steht dir auch, siehst auch super aus ohne. Ohne? Du siehst auch extrem gut heute aus. Du bist sehr hübsch heute, bist du sehr hübsch. Das ist schön. Ja, sehr, sehr hübsch doch. Ich muss sagen, ich fühle schon, dass wir beide so ein bisschen auf einer Wellenlänge sind. Wir haben da einen Vibe. Einen Vibe haben wir! Zusammen haben wir einen Vibe! Ja. Das ist schön. Ist das eines deiner ersten Dates jetzt hier auf der Insel oder wie sieht das aus? Mhm. Was da? Ja, bitte. Hier ist ja datingmäßig nicht so viel los, oder? Ja. Nee, nicht so viel. Also, wie gesagt, es kommen ja manchmal Touristen, auch so wie du, die vorbeikommen, wo man dann mal so ein ganz klassisches Date. Ich hätte noch einen Zwischengang für sie beide. Also ganz kurz, das sieht man jetzt nicht die Aufgabe, dass sie es ignoriert. Ja. Also, es ist halt schwierig manchmal mit. mit Dating hier, aber. Ja. Wenn so Leute vorbeikommen wie du, dann ist es ganz schön. Ja. Und bei dir in Deutschland? Kommst du aus Deutschland normalerweise? Ja, also ich wohne ja normalerweise in Deutschland. In wo? Und in Deutschland wohne ich ja in Köln. Mhm. Und da ist ja natürlich jetzt gerade Lockdown-mäßig alles. Natürlich ist halt alles irgendwie. Ist halt alles ein bisschen, sag ich mal, komprimierter. Ne? Und da bin ich auch froh hier, dann auch mal im Ausland. Ja, im Ausland bin ich froh, tatsächlich dann auch die Möglichkeit zu haben, jemand Neues kennenzulernen, der vor allen Dingen meine Sprache spricht und mir auch ein bisschen die Kultur hier vor Ort zeigen kann. Ja, Kultur, ich weiß nicht, wie du in den nächsten Tagen Zeit hast. Wir können ja mal in den Norden fahren. Oh, der Norden. Der soll super sein. Und an die Ostküste. Was hältst du von Campen? Findest du Campen super? Und an die Ostküste. Campen ist auch schön, können wir auch gerne mal machen. Willst du mit mir zelten gehen? Zelten? Ich habe ein schönes, großes Zelt, da können wir gerne mal hingehen. Mhm.